So, wo waren wir denn letztens? Ah, wir waren, boah. Ich habe schon lange keinen Dark Souls mehr gespielt, muss ich sagen. Was haben wir denn zuletzt geschafft? Können wir das irgendwo sehen? Ich glaube nicht. Wir haben letztens, waren wir im Garten unterwegs. Wir haben auch schon den... Boah, man hat ja auch hier auch noch keine Map gehabt. Ich, Alter. Beziehungsweise Dark Souls 3 und Dark Souls 2 hat man ja auch keine. Aber... wen haben wir denn alles gekillt? Wir haben den Schmetterling gekillt. Wir wissen, dass wir hier nicht hinkommen konnten. Das wussten wir schon. Wir konnten hier auf jeden Fall nicht hin. Beziehungsweise da saß ja der Typ. Und hier konnte man nicht rüber. Kann da nochmal hin. Wir haben die ganzen Paladine ja on-stream besiegt. Das werde ich auch noch demnächst schneiden und hochladen. Hm. Den müssen wir nur ein paar Mal anreden und dann ansprechen. Hm. Und irgendwann antwortet er. I've run flat up against a wall, or a gate, I should say. Hm. The thing just won't budge, no das matter stimmt. How long I wait. And so, here I weighing my ox. Hm. Okay, und vielleicht finden wir irgendwann einen Weg, diese Tür zu öffnen, aber bisher noch nicht. Okay. Hm. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Aber wir können jetzt nochmal einen Stock höher und irgendwie zum... Ah, warte, ich weiß, was wir machen können. Ich glaube, das werden wir jetzt auch einfach tun. Vielleicht sind die Gegner jetzt nicht mehr so stark. Wir sind Level 37. Das ist ja schon mal echt gar nicht mal so schlecht. Dann können wir zu dem Drachen gehen. Das heißt, wir gehen dann hier... die Gargoyles haben wir schon besiegt. Wir haben auch schon... Wir haben hier alles schon getötet eigentlich. Hey, endlich mal wieder ein Alex-Stream. Hallo Vladi, was geht? Ja, es tut mir echt leid. Ich hatte in der letzten Zeit gar keine Lust auf Streaming gehabt irgendwie. Also ich habe komplett die Lust verloren. Ach verdammt, du hast ein Symbol gespammt. Aber willkommen, Alter, willkommen. Ja, irgendwie in der letzten Zeit hatte ich ja Lust und irgendwie keine Motivation dafür, irgendwie zu streamen. Aber jetzt bin ich ja wieder da. So. Und ich habe auch momentan irgendwie nicht so... Ich habe ja die ganze Zeit seit dem letzten Diablo 3 Stream, die ganze Zeit Diablo 3 gezockt. Wo ist die Cam? Ja, ich weiß. die Cam wird erst später aktiviert, nachdem wir mit Dark Souls Spielen fertig sind, weil das hier wird gleichzeitig dann später auf YouTube hochgeladen, weil ich das auch aufnehme. Aber später, was weiß ich, wenn wir später vielleicht LOL zocken mit Jan oder vielleicht auch Diablo 3, werde ich auf jeden Fall die Cam aktivieren. Oh, jetzt sind hier die Leute da. Das war letztens nicht so. Was haben wir denn hier? You look awfully ragged. Times are grim. The least you can do is look sharp. Don't you dare. You might scare her off for good. You are undead. Then we've no time to fraternize. Ich habe meine Mission. Ihr habt zweifellos eure eigene. Wir dürfen uns nicht von diesem Fluch überkommen lassen. Okay. Oh, Mike, I will. Können wir nochmal mit ihm sprechen? Oh. Genau, er hat hier Gegenstand kaufen, bla bla bla. Er hat hier auch relativ interessante Dinge, aber ich glaube nicht, dass ich die kaufen werde. Einfach weil sie mich Come nicht again. Interessieren. Hast du bei YouTube nie eine Cam? Bei Horrorspielen ja, bei Let's Plays nicht normalerweise. Weil, keine Ahnung, bei Let's Plays ist es ja nicht wirklich nötig, oder? Ich würde sagen, dann gehen wir zum Drachen. Der ist dann... Boah, ich war schon lange nicht mehr hier. Oh, hier ist auch jetzt dieser Magier, den wir gerettet haben. Wow, ich sehe, Mann. Ja, ich denke, ich werde... Ah. Okay. Ja, yeah, was? A fly. Hat er uns jetzt das gegeben? Ich hoffe, ja. Bitte sag mir, dass du uns das gegeben hast. Jetzt bin ich ein bisschen sauer. Dass ich da ein bisschen zu schnell geklickt habe. Oh, oh. Give Motivation. Oh. Ich habe jetzt... Ist alles wieder gut. Ist das als Waffe spezifiziert? Ja, ist es. 40 Flammenschaden. Warte, ich mache das mal. Der ist cool eigentlich. Ausrüstung. Und dann tun wir das... Ach, verdammt. Da haben wir schon den Bogen. Oder kann man das hier irgendwie als Pyromantie ein... Kann man bestimmt nicht. Nee, kann man nicht. Okay, momentan brauchen wir den Bogen. Haben wir genug Pfeile? Das ist die Frage. Schauen wir nochmal. Wir haben noch 109. Das wird nicht reichen. Das wird garantiert nicht reichen. Das heißt, ich muss auch nochmal zum Händler.
Ah, warte, ich weiß, wo ein Händler ist. Da wir ja letztens das geöffnet haben. Wir waren ja letztens, sind wir übel weit gekommen. Komm her. Den Motivation. Warte mal kurz. Wir haben auch schon den Havelsring an, ne? Haben wir? Genau, haben wir. Aua. Aua. Wir haben auch schon Havelsringer, ne? Wie gesagt. Das heißt, wir sind auch ein bisschen schneller als normalerweise. Holy shit. Ich habe schon so lange kein Dark Souls mehr gespielt, Leute. Dass ich nicht mehr weiß, wo wir hin müssen. Wir haben ja auch schon den Drachen unten getötet. Und ich weiß gar nicht mehr, wie man da hinkommt. Ah doch, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt wird mir wieder einiges klar. Wir haben auch die Ratte noch nicht getötet. Da gab es ja letztens unten noch sehr interessante Dinge. Ich glaube, okay, dann gehen wir zuerst in die Kanalisation. Und checken da mal ab, ob wir nicht wirklich alles haben. Gegenstand kaufen. Du hast bestimmt Pfeile. Hast du keine normalen Pfeile? Standardpfeile, Holzpfeile, ja, die sind schön billig. Kaufen wir so 300 Stück. Wird dann wenigstens 100%ig reichen. Achso, das ist der Maximum, den man sich kaufen kann. Ach so. Stadt der Untoten, genau. Und da kann man hier runtergehen und dann haben wir da. Guten Tag. Unten diese Kanalisation, die wir hundertprozentig nicht beendet haben. Also wir haben den dicken Drachen unten getötet und haben irgendeinen Schlüssel bekommen, wie ich mich erinnere. Können wir mal schauen in den Gegenständen. Wir haben von diesem Drachen... was haben wir da bekommen? Wir haben... Öffnet Kerker des nördlichen Asyls der Untoten. Öffnet Eisengitter im Untotenasyl. Ja, das kennen wir ja. Ich muss mal wieder klarkommen. Leute. Hier haben wir ja die neue Elite-Rüstung. Und die ganze andere Rüstung haben wir alles noch dabei. Und ich frage mich, warum wir so schwer sind. Ich Idiot. Wir haben ja gleich, wenn wir jetzt da wieder in die Kanalisation gehen, sowieso wieder einen Punkt, wo wir speichern können. Also, ne? Wisst ihr Bescheid? Kennt ihr ja alles. Kennt ihr alles. Das tut tatsächlich weh. Ich bin so dumm. Oh, ich bin echt dumm heute. Also, ich muss mal wieder klarkommen hier im Spiel. Ich bin normal. Wow. Es tut weh. Oh, oh, oh. Einmal aus Versehen. So. Da war letztens Nebel. Wissen wir noch. Da war dann dieser. Ah, ja, genau. Da stand der einmal. Ne? Kennen wir alles, bla, bla. Und dann hier. So. Hier ist dann die Kanalisation. Hier kommen dann immer von oben diese Dinger runter. Das kennen wir auch alles schon. Guten Tag. So. Ich will die Kanalisation mal komplett clearen. Shit. Sterben wir dadurch? Bitte nicht. Die Dinger sind halt echt assi. Weil ich glaube, ich kann mal jetzt momentan. Moment, ich gehe mal kurz hier hin. Ich kann bestimmt jetzt momentan das hier
Ich bin so dumm. Egal, bin ich nicht. Hä? Okay. Okay, wie funktioniert das? Ah, shit. Aua. Okay, wir können uns trotzdem hier rasten. Okay. So, was haben wir denn hier alles dabei? Vor allem an der Ausrüstung, ne? Haben wir sehr viel dabei. Wir haben hier ein Stachelschwert. Breitschwert, bla bla bla, Astoras Schwert, das wir sowieso nicht brauchen. Wir brauchen eigentlich, ja, die Schwarzritter. Schwarzritter Großschwert, das eigentlich sogar mehr Schaden hat als das Schwert, das wir momentan tragen. Aber leider irgendwie werden wir das noch nicht benutzen. Den Kurzbogen behalten wir natürlich. Ah, nee. Behalten wir nicht. Wir haben den langen Bogen bekommen. Eine schwere Armbrust. Pyromantie Flamme. Ich weiß noch nicht, wie man das genau benutzt. Zielschild und dies und das und weiteres. Hüllenschild, ja. Wappenschild. Wappenschild, das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber wir haben ja momentan das Drachenschild. Und von der Ausrüstung her hatten wir so viel, Alter. Wir haben so viel dabei, was wir einfach nicht brauchen. Genau, Ritterrüstung haben wir sowieso. Und dann haben wir hier wieder Diebesrüstung, die wir dabei hatten, die halt einfach tonnenweit. Tonnen wiegt. Ich bin so behindert. Ich bin so dumm. So. Aber wie funktioniert die Pyromantieflamme? Warte mal kurz. Pyromantieflamme, warte, kann ich da bestimmt noch etwas rauslesen? Anzeige. Magiebonus 100. So, das Flammenmedium, Angriffstyp Schlag. Das Flammenmedium der Pyromanten des großen Sumpfes. Pyromanten beschwören diese Flamme für verschiedene Feuerkünste. Für Pyromantie, Pyromantenflamme ausrüsten. Pyromantien mit Hilfe von Schriftrollen bei einem Leuchtfeuer einstimmen. Die meisten Pyromantien haben nur eine begrenzte Anzahl von Benutzungen. Ah. Und momentan haben wir keine Benutzung mehr. So. Dann gab es hier unten war immer die, ne? Die Ratte, die dicke. Und die ist momentan nicht mehr da. Wir werden aber versuchen, da wieder hinzukommen irgendwie. Schauen wir mal, schauen wir mal. So, was haben wir hier? Schauen wir her. Keine Ratte mehr? Keine Ratte mehr. Dark Souls ist schon echt ein Jahr her, glaube ich. Also falls der Spielesound oder so zu laut ist, können wir es gerne in den Chat schreiben. Ich werde mich dann darum kümmern. Holy shit. Das wäre mal wieder, ja. Wie sie knapp hier. So. Hier geht's immer weiter. Ah, das kann man. Ah. Jetzt gar nicht. So, egal. Hier geht's dann weiter. Hier kann man runter und da bin ich ja letztens runtergefallen. So. Diesmal aber nicht. Jetzt gehen wir hier mal durch. Hier war ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Da kommt man noch an einige unterschiedliche Stellen, da wo wir noch nicht waren. Autsch. Aua. Aua. Ja, jetzt haben wir eine Vergiftung für die nächsten 3 Stunden. Gefällt mir nicht so, muss ich sagen. Naja, bin ich da durch. Ach, stimmt. Jetzt weiß ich nicht, wo wir sind. Wir sind ja auch letztens darüber gekommen. Das ist ja jetzt dann egal. Ach so, dann waren wir doch schon hier. Aber wir sind entweder geradeaus durchgerannt oder. Also ich jetzt mal schauen. Oh mein Gott. Ratten sind Aua, genau. Aber wir hatten letztens. Das kann ich mal schnell erzählen. Wir hatten letztens. Hatten wir in unserem Haus eine kleine Spitzmaus. Eine unserer Katzen hat die einfach lebendig mit reingebracht. Und ist meine Mutter halt ausgeflippt. Muss ich die fangen. Aber die war so schnell, ne? Glaubst du gar nicht. Also Spitzmäuse sind richtig, richtig flink. Ist richtig hart. Also die fängst du nicht so einfach. So, hier waren wir garantiert noch nicht. Kann ich hundertprozentig hier, ne? Genau. So, egal.
Genau, von da aus haben wir dann... Nee, von da aus haben wir geschaut. Will ich da runter? Will ich denn jetzt schon da... Nein, will ich noch nicht. Wir gehen gleich da runter. Ah, dieses Gift, ne? Das tickt jetzt die ganze Zeit. Die ganze Zeit... Oh, nicht wieder meine Glubschaugen fröchen, Alter. Ah, bin ich hier runtergedüst wieder, Alter. Da war, hier waren wir schon mal. Ach, herrje. Jetzt muss ich den Weg wieder hochgehen. Ach, herrje. Aber ich erinnere mich noch hier, als wir invadiert worden sind. Ja, von so einem Dornentypen. Online-Spieler, ne? Den haben wir richtig weggeflaxt, den Typen. Der ist gespawnt. Ich habe ihn schon gehittet, war auf maximal 20%. Und da war er auch schon tot. Das ist zweimal passiert. Einmal ist sogar noch auf einer Aufnahme passiert, das muss ich noch hochladen. Das Alter ist wirklich schlimm. Ich bin da so ausgeflippt. Ich verstehe nie, was das ist. Diese Dinge. Hier. Okay, hier was. Ich hab's auch lange nicht mehr geone-shotet, wie man sieht. So. Jetzt hat das Gift aufgehört. Diese scheiß Dinger, ne? Alter, wenn ich wenigstens wüsste, was das wäre. In Ruhe. Ich will mit dir nichts zu tun haben. So, da kommen wir nicht durch, weil wir brauchen irgendwie Hoffnung. Ne? Ich habe nichts gesagt. Was? Was? Warum können wir rein? Ich habe Angst. Am anderen Ende ist nichts. Ja, dann runter ins Vergnügen. Bin gespannt, was da unten lauert. Also, ich hab Angst. Ich trinke mal kurz was. Oh mein Gott! Puh. Okay, die Treppen werden immer holziger. Haben wir auch schon den ersten Gegner. Daran werden wir erkennen, ob wir hier für... Alles klar. Ah, doch, geht. Geht, klar. Geht, klar. Hat halt echt einen... Ich dachte gerade... Ah, der ist relativ simpel. Ah, das ist relativ einfach. Ah, ist echt sehr einfach. Wie viele Seelen? 500. Was? 500? Jaucheküchlein haben wir bekommen. Oh, warte, warte. Ich glaube, ich weiß, wohin uns das führt. Ach so. Ja. Okay. Ey, die sind aber sehr einfach zu töten. Die haben natürlich etwas an Leben. Der Typ ist jetzt komplett runtergefallen. Aber diese, deswegen kosten sie, sind sie auch 500. Sind sie auch 500 Leben, 500 Seelen-Dinger, ne? Aua. Man muss nicht kurz aufpassen. Haben wir einen neuen Gegner? Ah, shit. Oh, shit. Da haben wir jetzt ein Problem. Wir haben noch eine. Ah, ja, okay, wir sind tot. Da brauchen wir nichts mehr rumprobieren. Wir sind tot.
Da sind wir tot. Ist aber kein Problem. Aber dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Also Schandstadt komplett runter, beziehungsweise... Oh, wir haben ja auch 4 Persönlich... Alter. Okay, wir haben echt viel verloren. 4 Männlichkeit. Und halt die männliche Form. Hoffen wir mal, dass wir das so schnell wie möglich wiederfinden. Von hier aus, ich weiß gar nicht, man konnte mal von hier aus direkt dahin. Man konnte hier runter und dann war man... Wo? Obwohl, warte mal, ich glaube, wir sind hier wirklich richtig. Weil man kann hier... Genau. Wir sind hier tatsächlich richtig. Ich glaube, hier direkt... Ah, nice. Das heißt, hier gibt es eine richtig schnelle... Ne? Aber diesmal haben wir dann auch im 5S das Flakon. Warte mal, haben wir nicht noch eine Seele bekommen letztens? Bei dem Kampf? Jauche Küchlein. Toxifiziert Feind wird auch auf Spieler. Okay. Sorry. Oh, Mann, halt. Was ich aber genau gucken wollte, ist... Oh, nice. Da kann man hier einen langen Bogen haben. Okay, dann mache ich das so. War, ob wir im Inventar denn eigentlich was haben, um nochmal unsere Dings aufzugraden. Aber ich glaube eher weniger, ne? Wir haben die Mondlichtseele noch, ne? Wofür wir eine stärkere Waffe kriegen später. Wann genau, weiß ich nicht. Ich weiß aber dafür, dass wir dafür irgendwie 3 Dinge an den Schmied geben müssen, beziehungsweise irgendwie sowas, bla bla bla. Keine Ahnung. So. Genau, runter hatte immer nochmal den dicken und dann gehen wir uns unsere Seelen wiederholen. Kein Bock, die... Vor allem, also um die Seelen geht's mir noch nicht mal. Mir geht's eher um die Menschlichkeit, die ich da hatte. 4 Menschlichkeit und halt die Hülle, die ich halt nicht verlieren möchte. Und komm mal her, mein Lieber. Du willst mich verarschen. Dann ist die Menschlichkeit damit weg. Ist nicht schlimm. Dann müssen wir den ganzen Weg nochmal laufen. Ah, es ist ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ist aber nicht weiter schlimm. So. Ist nicht weiter schlimm. Versuche mich immer wieder aufzuheitern. Ist doch nicht so schlimm. Um die Seelen geht es mir wirklich nicht. Ein Level Up kostet jetzt ja sowieso einiges an Seelen. Kriegen wir da unten pro Gegner fast 500 Seelen jedes Mal. Die Frage ist halt, wir müssen hier runter, dann müssen wir auch noch ganz runter zum Drachental. Da gibt es noch das Geistertal, wo sehr viele Geister waren. Aber da kriegen wir, da haben wir ein bestimmtes Item, damit wir die töten können. Und sonst, das war's eigentlich. Viel haben wir da auch nicht am Start, was wir noch tun können. Warum liegt hier? Warum liegt das hier? Wir sind doch da gestorben. Na gut. Also nicht an den Rand stellen, das wäre dann eine recht schlaue Idee. Da komm her. Steckt er nochmal. Sich verarschen, wenn er mich nochmal runtergeschlagen hätte, ja. Oh, da hätte er uns fast die Verteidigung... Oh, shit. Warum passiert mir sowas? Alter. Jetzt bin ich vergiftet. Bin ich dumm? Ich bin so dumm. Ne, ernsthaft. Lass mich hier vergiften wie so ein Vollidiot. Lass mich hier schlagen von dem Typen. Der Typ ist doch übel easy. Guck, hier kommt einer direkt nach vorne. Können wir den easy töten. Komm her. Ah, shit. Also komm halt da nicht. Alles klar, Mann. Ah, oh, das Gift wird uns so reindrücken, Alter. Hundertprozentig. So, jetzt sehen wir wieder, wie wir gestorben sind. Ich versuche mal, den hier solo hier ranzukriegen. Komm her, mein Süßer. Komm her, mein Süßer. Also ich trinke noch schnell was. So, da komm her. Wehe, du fällst runter. Er fällt sowieso runter. Jetzt kommt auch schon der kleine Typ.
angedüst. Aber diesmal hat er eine ganz andere Waffe an. Ah, shit. LOL! Okay. Das war, ne? Gefährlich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Holy shit. Das war echt ein bisschen gefährlich. Bin mal gespannt. Ja, da muss ich auf jeden Fall ausweichen. Also, sobald ich sehe, dass sie dann einfach zwei Hände nach außen bewegen und dann versucht zu springen, einfach im Kreis rennen, dann dürfte das schon klappen. Unten gibt's noch. Warte, kommt man von da aus hin? Nee. Glaub nicht. Da sehen wir mal schon einen, der hier mit dem Bogen ein bisschen spielt. So, was haben wir hier für einen Tipp? Achtung von dir, vor dir hinten. Ah! Sind wir jetzt wieder vergiftet worden? Ist es dein Ernst? Dein Ernst? Dann sind wir nicht jetzt tot. Also zu 100%. Wir haben kein erstes Flakon. Und haben zwei Vergiftungen aktiviert. Ah, wir sind tot. War aber auch klar jetzt. In dem Moment war das richtig klar. Okay. Ich darf mich halt nicht hitten lassen. Nicht einmal. Ich darf mich nicht einmal hitten lassen. Jetzt haben wir richtig verkackt. War mal nur 5 Esters da vorne. Deswegen alles darf. Wir haben ja auch beim letzten Boss, den wir geschafft haben, den Schwanz abschlagen können, aber das haben wir leider nicht gemacht. Hm. Also wie gesagt, später wird die Cam aktiviert. So. Das wird kein Spaß. Der Typ geht mir, also muss schon sagen, das Gebiet geht mir jetzt schon auf die Eier. Natürlich wird man da ein bisschen assi, wenn man die ganze Zeit beim gleichen Typen stirbt, beziehungsweise jetzt schon das zweite Mal. Ne, dritte Mal, ne? Dritte Mal. Bin ich hier im Gebiet schon gestorben und ich bin noch nicht mal 20 Meter drinne gewesen. Das Problem ist halt erstens, ich mache halt nicht mehr so viel Schaden wie sonst immer. Ich könnte ihn eigentlich dazu bringen, irgendwie hier, ne? Okay. Das funktioniert nicht so gut. Schickt er nochmal. Na, jetzt springt er. Noch nicht. Jetzt springt er. Noch ein Schlag. Okay. Was soll ich sagen? Langsam fuckt's mich wirklich ab. Ja, stimmt. Es ist ja nicht so, als wären die Gegner zu schwer. Ich bin einfach zu dumm gerade. Also ganz ehrlich. Ich bin gerade einfach nur zu dumm. Schwer sind die Gegner nicht, ganz im Gegenteil. Auch wenn ich jetzt nicht den übelsten Schaden an einem dicken Typen mache. Die Typen geben ja 500 Seelen. Mit Recht. Aber ich, Vollidiot, sterb halt. Ah! So, warte mal, ich guck mal kurz im Status. Wir haben schon 20 Stärke, okay. Okay. Das ist interessant. Dickwanz, ja, stimmt, Dickwanz. Punkt, Punkt, Punkt. Der Typ geht mir echt auf die Eier. Oh Mann, ist echt ein Abfuck. Schau mal, dass wir danach vielleicht ein bisschen mehr mit dem Bogen arbeiten. Weil ich habe eine Idee. Dann tue ich hier den langen Bogen rein. Ja, genau. Ist besser, weil Pyromantie funktioniert bisher sowieso nicht. Also, einfach komplett weglassen. Wir haben es ja schon versucht, letztens hat aber nicht geklappt. Wurde ja nicht aktiviert.
gucken wir mal, ob wir... Aber der hat halt echt einen fetten Wumms drin. Ja, dann macht er den Hit. Ja, und runterschmeißen können wir ja nicht. Können wir ihn jetzt töten? Können wir. Das ist so das größte Problem, das Runterfallen bei Dark Souls ist echt ätzend. Weil es passiert nicht selten, dass man irgendwo runterfällt und man wollte da gar nicht runter. Ja. Logischerweise wollte man da nicht runter. Wie der mich gehittet hat. Von hinten. Spin to win. Ah, komm her. Sehr schön. Gott sei Dank ist er nicht schnell. Ich weiß noch immer nicht, was die Jauche-Küchlein so richtig bringt. Gift. Naja. Könnte ich wieder was hätten? Warte. Hä? Hä? Achso.